Hier noch ein zweites Video zu den Sammlungsklassen. Diesmal geht es um sogenannte Array-List-Sammlungsklassen. Wir hatten ja vorher schon besprochen, was ein Array ist. Jetzt kommt halt noch dieses List dahinter. Und bevor wir näher darauf eingehen, wie das aussieht und was das eigentlich genau ist und wie ich das anlege, will ich erstmal erklären, wozu brauche ich das eigentlich? So, bisher war das so, ich hatte hier mein Array. Kenntlich gemacht über die eckigen Klammern, ein Array, ein Integer-Array, was ich Zähler nenne. So, und das Problem, was sich ergibt, ist, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie viele Array-Elemente das werden, wie viele Zähler ich denn nachher brauche, vielleicht habe ich 100 Elemente, vielleicht 1000, vielleicht auch nur 10. Wenn ich das vorher nicht absehen kann, weil ich keine feste Anzahl habe, dann weiß ich nicht, was ich hier hinten in die eckigen Klammern eintragen soll. Und genauso weiß ich auch nicht, wie weit ich hier. Oh, sorry. Okay, und genauso weiß ich halt auch nicht hier in die Vorschleife. Wie lange soll ich die denn laufen lassen? Weil ich weiß, habe ja am Anfang auch noch nicht gesagt, wie weit, wie viele Elemente ich anlegen will. So, und da ist das Array definitiv beschränkt, weil ich einfach nicht sagen kann, oder weil ich sagen muss, bei einem Array ist es so, dass ich am Anfang angeben muss, wie viele Elemente ich anlegen möchte, damit entsprechend viel Speicher reserviert wird. Reserviere ich zu viel Speicher, was weiß ich, für 1000 Elemente und ich brauche nachher nur 10, dann ist es Verschwendung. Reserviere ich zu wenig Speicher, was weiß ich, habe für 100 Elemente angelegt. Meine Anwendung existiert jetzt schon seit ein paar Jahren und ich habe plötzlich, was weiß ich, deutlich mehr Kunden, als ich erwartet hatte, dann reicht mein Array nicht mehr aus und ich habe hinterher wirklich, wirklich große Probleme, das zu erweitern. Deswegen arbeitet man in solchen Fällen, wo man nicht sicher sagen kann, wie viele Elemente auf einen zukommen im Laufe der Zeit, mit sogenannten Array-Listen. Gut, genau wie beim Array schauen wir uns hier auch mal die Darstellung, zumindest versucht so ein bisschen anschaulich zu machen, wie sieht das im Speicher aus. Wir hatten das ja schon bei den Arrays verglichen. Ich hatte bisher immer einzelne Variablen, die irgendwo im Speicher angelegt wurden, wo ich was reintun kann. Als Array war das denn so ein bisschen geordneter, weil ich im Prinzip gleichartige Variablen hintereinander weg im Speicher gelegt habe und dann hier die einfach nur über eine Zahl angegeben habe. Gut, bei einer Array-List sehen die einzelnen Elemente erstmal genau aus wie bei dem Array. Kann ich so gar nicht unterscheiden. Ich kann also auch hier wieder Zähler 0 sagen. Aber intern wird es ein bisschen anders abgespeichert. Wenn ich hier also meinen Zähler 0 habe zum Beispiel, dann kommt mein Zähler 1 nicht direkt dahinter, sondern der wird verknüpft über einen sogenannten Zeiger. Dieser Zeiger zeigt praktisch jeweils auf das nächste Element. Das geht über Adressen. Eigentlich ist es so, dass ich hier in dem Element nicht nur den Inhalt habe, sondern immer noch so eine kleine Abteilung, wo die Adresse des nächsten Elements gespeichert wird. Aber das geht schon sehr ins Detail. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Hier für euch wichtig zu wissen, ich habe hier also ein Element. Meine Array-Liste sieht von der Beschreibung nach außen hin genau aus wie so ein Array-Element. Da kann ich jetzt natürlich auch was reintun, irgendwelche Inhalte. Hier und hier ist jetzt zwei drin. Nur, dass die nicht so einfach hintereinander weghängen, sondern die sind praktisch über sogenannte Zeiger, über Adressen miteinander verknüpft. Deswegen kann ich hinterher hier auch noch Elemente einfügen und ich kann jetzt im Prinzip, dadurch, dass ich nicht festgelegt habe, diesen Speicherbereich habe ich reserviert für vier Elemente, sondern ich habe einfach gesagt, okay, da wird eine Array-List angelegt, hier habe ich ein erstes Element, ein zweites. Gut, und irgendwann wesentlich später möchte ich dann vielleicht nochmal ein drittes haben. Das kann genau wie hier ganz woanders im Speicher liegen, aber dadurch, dass es diesmal über diesen Zeiger verknüpft ist, ist es egal, wo es im Speicher liegt. Weil, Moment, jetzt ist auch wieder die 0, ich über den Zeiger ja immer weiß, wo es ist und dadurch praktisch die Zugehörigkeit zu dieser Array-List festgestellt habe. Also das hier ist jetzt zum Beispiel mein Zähler 1
Und das wäre mein Teller 2. Und das kann ich natürlich jetzt beliebig fortführen. Ich muss ja nicht auf diesen reservierten Speicherbereich zugreifen. Ich kann mir einfach neuen Speicher reservieren, seit dann die Festplatte ist voll. Und dann noch ein viertes Element dran hängen, fünftes und so weiter. Also, für euch wichtig zu verstehen, bei der ArrayList sind die Elemente über diese Zeiger verknüpft. Das seht ihr hinterher gar nicht, wie das intern über Speicherverwaltung und so funktioniert. Das seht ihr beim Programmieren selber nicht mehr, aber für die Vorstellung für euch ist es wichtig, dass ihr hier praktisch einzelne Variablen habt, die ich über diese Zeiger verknüpft habe und praktisch immer weiter verlängern kann. Anders als hier bei diesem Array, wo ich hier Ende habe. Ich habe mir für diese vier den Speicher reserviert und wenn ich jetzt noch ein fünftes Element dranhängen will, dann meckert Java, weil er sagt, nö, also ich habe nur für vier reserviert, mehr gibt es hier nicht. Hier hinten habe ich schon die nächste dran gehängt. Also eine ganz andere Variable, was weiß ich. Einmal 1, 2, 3 oder so. Gut, ihr wisst jetzt also, warum ihr diese ArrayList anlegen sollt. Ich hoffe, ihr habt eine Vorstellung, wie diese ArrayList aussieht. Nun geht es darum, wie implementiere ich das? Also wie sieht der Code dazu aus? Gut, fangen wir erstmal an. Ich muss so eine ArrayList natürlich auch anlegen. Ich gebe der zunächst einen Namen, ArrayList Zähler. Und genau wie das bisher auch kennt, das ist halt kein einfacher Java-Typ mehr, sondern das ist auch schon ein Objekttyp. Deswegen muss ich über New und den Aufruf des Konstruktors mir praktisch hier ein neues Objekt vom Typ ArrayList anlegen, welches ich Zähler nenne. So, das kennt ihr bisher. Angabe des Typs, Name des neuen Objekts, also der Objektklasse sozusagen, der New und Aufruf des Konstruktors. Was hier jetzt noch neu ist in diesen eckigen Klammern und dann steht da Integer drin. Das bedeutet, dass ich dem Compiler praktisch vorher sagen muss, wenn ich mir hier, wenn ich mir hier die ArrayList angucke, bei Java ist es so, dass ich in diese einzelnen Elemente, oder hier habe ich das schöner dargestellt, weil ich hier immer noch die Adressfelder habe, in die einzelnen Elemente der ArrayList immer nur einen Typ reintun kann. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel nur Integer reintun. Wenn ich die ArrayList vom Typ Integer anlege, das ist ähnlich wie hier bei dem Array. Ich habe irgendwie gleichartige Elemente, die sind zwar bei der ArrayList nicht mehr so eng verknüpft wie hier bei dem Array, aber wenn ich eine ArrayList vom Typ Integer anlege, dann kann ich hier auch nur Integer reintun. Ich könnte jetzt hier nicht plötzlich Boolean-Variablen oder Textstrings reinlegen. Und damit man weiß, welchen Typ diese ArrayList hat, gebe ich das hier in diesen Spitzenklammern ein und sage ihm, okay, also hier lege ich jetzt eine ArrayList ein und da kommen garantiert nur ganze Zahlen rein. Er würde dann auch meckern, wenn ich da jetzt plötzlich eine Kommazahl rein tue oder so. Okay, ich hoffe, das ist klar. Das ist jetzt also meine neue ArrayList. So lege ich sie an, so deklariere ich sie und meine ArrayList heißt jetzt Zähler. So, was möchte ich tun können? Ich möchte an diese ArrayList hier einfach ein neues Element anhängen. Oder vielmehr im Moment habe ich hier eigentlich nur, was jetzt existiert, ist hier ein Name und im Prinzip der Zeiger, der bereit ist, auf ein erstes Element zu zeigen. Das erste Element existiert aber noch gar nicht. Ja, ich habe nur den Namen und diesen ersten Zeiger. Den habe ich geschaffen durch mein. Das nervt im Moment. Okay, also diesen Namen habe ich praktisch geschaffen, indem ich hier Zähler angelegt habe, den Konstruktor aufgerufen habe. Jetzt habe ich genau diesen Zustand hier. Gut, jetzt möchte ich also hier mein erstes Element einfügen. Ich möchte also ein Element hinzufügen. Auf Englisch heißt das, oder ist das to add. Deswegen kann ich im Prinzip einfach sagen, Zähler add. Und jetzt könnte ich hier auch sagen, was hatten wir? 1, glaube ich. Muss ich einmal kurz gucken. Genau, also hier möchte ich ein neues Element anlegen und der Inhalt soll 1 sein. Das kann ich entweder machen, indem ich die ArrayList aufrufe und sage, füge hinzu ein Element. Ich weiß, da muss ein Integer rein, das habe ich ja hier festgelegt. Und den Wert, den ich da einfügen möchte, ist halt die 1.
Ich kann das so machen, ich kann es aber auch ein bisschen umständlicher machen, wenn ich nachher komplexere Typen habe, wenn ich hier nicht nur Integer-Typen habe oder Boolean, sondern ich kann hier ja selbst auch wieder Objekttypen angeben. Ich kann dir hier sagen, ich möchte eine ArrayList haben aus Stühlen. Dann könnte ich hier angeben statt Integer vom Typ Stuhl. Und Stuhl selber hat ja wieder verschiedene Komponenten. Aber das seht ihr hinterher im Skript. So, also ich kann das auch so machen. Ich lege mir eine Variable z an. Der weise ich den Wert 10 zu. Oder was wir ja hier am Anfang hatten, den Wert 1, um da konsistent zu bleiben. Und z muss vom Typ int sein, damit ich natürlich hinterher das auch in meine ArrayList reintun kann. Und jetzt sage ich Zähler add nicht 1, sondern ich sage einfach add dieses z. Das ist wichtig, weil wenn ich das Ganze mir jetzt vorstelle, hier vom Typ Stuhl, eine ArrayList vom Typ Stuhl, dann könnte ich hier sagen, jetzt Stuhl S1 gleich new Stuhl und dann könnte ich hier sagen Zähler add S1. Ja? Weil ich nicht die einzelnen Komponenten hier addieren würde, sondern immer ganze Elemente kommen hier rein. Das kann man hier eigentlich auch schön sehen, da ich ja hier einfach ein Element habe. Hier ein Integer-Element, das könnte auch ein Stuhlelement sein, ein Tischelement, was auch immer ihr da rein tun wollt. Gut, bleiben wir bei dem Einfachen, um euch nicht zu verwirren. Wir bleiben bei dem Integer. Ich füge also hier ein neues Element ein. Und das kann ich machen, so häufig ich will. Ich kann jetzt also auch das Ganze hier, Moment. Ich kann natürlich jetzt auch noch sagen, ich lege mir eine zweite Variable an und dann sage ich einfach Zähler add S2. Z2. So, oder ich könnte hier jetzt eine 2 einfügen. Was er dann automatisch macht, da er nach dem ersten Add praktisch das erste Element schon hat, wenn ich jetzt wieder Add sage, dann hängt er es automatisch hinten dran. Und wenn ich nochmal Add sage, gut, dann hängt er es nochmal hinten dran. Das heißt, für jedes Add kommt ein Element hinten dran. Und das kann ich natürlich so häufig ich möchte durchführen. Deswegen habe ich keine Begrenzung und ich muss hier auch nicht angeben, wie viele Elemente meine ArrayList haben wird. Wenn ich ein neues habe, füge ich es einfach hinten an. Das ist die Einfachheit bei dieser ArrayList. Okay. Gut. Wenn ich jetzt auf die einzelnen Elemente zugreifen möchte, weil ich möchte mir jetzt zum Beispiel den Inhalt des zweiten Elements anzeigen lassen oder so, dann mache ich das ganz einfach über eine sogenannte Get-Anweisung. Get und dann hinterher hinten sage ich einfach den Index, den dieses Element hat. Also Zähler Get 0 würde mir den Inhalt von dem nullten Element liefern. Gut, mein nulltes Element hier ist im Prinzip z und z hat den Wert 1. Mache ich hier mal 2 draus. Also, dieses hier, diese Anweisung, die Anweisung Zähler get 0 würde mir im Prinzip liefern als Ergebnis, als Return-Wert sozusagen, die 1. Wenn ich sage, Zähler get 1, also gibt mir den Inhalt des ersten Elements. Genau, dann würde ich hier, das ist das nullte Element, das ist das erste Element, dann würde ich hier die 2 rausbekommen. Das heißt aber auch, wenn ich hier den Aufruf mache, Zähler get 0 oder Zähler get irgendein Element, kriege ich automatisch eine Zahl zurück. Das heißt, ich sollte hier immer eine Variable vorschreiben, der ich dann den Inhalt zuweise. Ich könnte mir das jetzt zum Beispiel ausgeben lassen. Ich könnte zum Beispiel sagen, System out println Zähler get 0. Ups. So, wenn ich also sage, System out println Zähler get 0, gut, dann würde er mir auf dem Bildschirm die 1 anzeigen. Okay, gut, ich habe das jetzt mal etwas erweitert, weil ich noch ein bisschen Platz brauche. Jetzt kann ich also durch dieses Get kann ich praktisch abrufen, was in dem Element drin steht. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich nachträglich das Element bearbeiten möchte. Ich möchte jetzt hier in das erste Element zum Beispiel nicht die 2 drin stehen haben, sondern ich möchte da 12 reinschreiben. Gut, das geht auch ganz einfach, indem ich sage Zähler, also ich rufe das Element auf, set,
Also Sätze. Jetzt gebe ich den Index an. Hier das erste Element und auf was ich das setzen möchte. In diesem Fall die 12. Hier, da ich hier so einen einfachen Typen habe, kann ich den Wert, den ich neu setzen will, einfach angeben. Bei Objekttypen ist das wieder etwas komplexer. Da muss ich praktisch mir hier vorher wieder ein Objekt anlegen und dann einfach sagen, okay, set das erste Element und dann je nachdem, wie das neue Objekt aussieht. Das sollt ihr aber nachher in Ruhe selbst probieren. Hier geht es erstmal um die ganz einfache Set-Anweisung. Ich gebe den Index an und hier den Inhalt, auf welchen ich ihn setzen möchte. Und ich kann das direkt als Zahl angeben bei so einfachen Typen. Oder ich mache das hier auch wieder über eine Variable Z3 und sage dann vorher int Z3 gleich 12. Beides kann ich machen. Hier ist es ein bisschen umständlicher, wenn ich nachher aber mit Objekttypen arbeite, muss ich das so machen, dass ich vorher dem Objekttyp einen Wert zuweise und dann hier einfach das Objekt entsprechend ändere. Also das Array-Element mit dem Index 1 wird jetzt auf den Wert von Z3 gesetzt. Gut, was kann ich bisher? Ich kann Elemente hinzufügen, also ich kann das Array anlegen, die ArrayList anlegen, ich kann Elemente hinzufügen, ich kann sie mir ausgeben lassen oder auch sie verändern. Gut, wenn ich Elemente hinzufügen kann, möchte ich zwischendurch vielleicht auch Elemente einfach löschen. Das geht über den sogenannten Remove-Befehl. Ich gebe wieder an, welche ArrayList ich ansprechen möchte und sage dann einfach Remove 1. 1 ist nicht, dass ich jetzt hier diese 1 entfernen möchte, sondern 1 bezieht sich auf den Index. Er würde jetzt also das erste Array-Element entfernen. Gut, wenn das das Nullte hier ist, dann ist das das erste. Das heißt, er löscht im Prinzip, wenn ich hier mir das angucke, also das ist das Nullte Element, das ist das erste Element und er löscht jetzt komplett dieses Element raus. Er löscht es eigentlich nicht mehr direkt, sondern was er macht, er sagt einfach, dieser Zeiger zeigt nicht mehr auf das Element, sondern auf das. Und da ich jetzt von dem nicht mehr hierher komme, sondern nur noch direkt zu dem, ist das praktisch wie nicht mehr vorhanden. Er löscht also die Referenz sozusagen, den Zeiger auf dieses Element oder er hängt den Zeiger eigentlich um. Dieser Zeiger kann ruhig bestehen bleiben, weil er ja nur in diese Richtung zeigt. Ich komme von diesem Element nicht mehr auf das zurück. Gut, das ist wichtig zu verstehen von der Anschauung her. Remove bezieht sich also nicht auf den Inhalt. Er löscht nicht hier die 1 und lässt das Element, sondern er entfernt tatsächlich das erste Element aus dieser ArrayList. So. Gut, also ich kann anlegen, hinzufügen, anzeigen lassen, verändern, löschen. Damit kann ich diese Liste praktisch komplett bearbeiten. Was jetzt noch fehlt, oder es fehlt gar nicht wirklich, aber es wäre ja schön, wenn ich jetzt eine Array-Liste habe mit 100 Elementen, dann möchte ich nicht jedes einzelne über Set, wenn ich jetzt irgendwas ändern will, ich möchte, was weiß ich, habe eine Liste mit 100 Elementen und ich möchte bei jedem eins hinten drauf zählen, dann müsste ich ja 100 Mal diese Set-Anweisung ausführen. Das ist natürlich langweilig, deswegen gibt es. Kann ich praktisch auf alle Elemente zugreifen über sogenannte Schleifen. Gut, Schleifen kennt ihr vielleicht schon, die While-Schleife oder auch die For-Schleife. Wir benutzen hier die For-Schleife, weil ich ja irgendwie eine endliche Anzahl habe von Elementen, die ich alle einzeln durchlaufen möchte. For-Schleife sieht eigentlich so aus. Ich habe einen Zähler i gleich 0, den lasse ich bis zu einer gewissen Anzahl laufen und erhöhe in jedem Schritt um 1. Und dann soll er irgendetwas tun, bevor er die Schleife wieder beendet. Das könnt ihr sonst gerne im Einschub auch nochmal nachlesen. So, das Problem, was ich bei dieser ArrayList habe, dass ich die Anzahl eigentlich gar nicht so genau kenne. Weil denn ich habe immer einen Zähler mitlaufen lassen, sodass ich jedes Mal, wenn ich hier Add ausführe, den Zähler um einen erhöhe, was ist i gleich i plus 1. Sodass ich jetzt, oder Anzahl gleich Anzahl plus 1, sodass ich jetzt in Anzahl genau weiß, wie viele Elemente in meiner ArrayList sind. Dann kann ich das natürlich so aufschreiben und sage, ich fange bei 0 an zu zählen, zähle bis zur Anzahl minus 1, deswegen hier dieses kleine, also i gleich Anzahl minus 1 könnte ich auch schreiben, das ist meine Abbruchbedingung. Und dann soll es irgendwas machen.
Oh, das war das falsche. Moment. So, jetzt soll er irgendwas machen. Er soll, was weiß ich, das Wort Zähler ausgeben und dann jeweils den Wert, den das ite Element hat. Also fängt bei 0 an, würde er dann, was hatten wir, im 0. Element 1 ausgeben, im 1. Element 2 ausgeben. So, bisher haben wir nur zwei Elemente, dann würde er die Schleife abbrechen. Gut, soweit ist das, glaube ich, klar. Hinkefuß ist so ein bisschen, oh, wie komme ich an diese Anzahl? Deswegen gibt es für ArrayList speziell die sogenannten erweiterten Vorschleifen. Da tausche ich diesen Kopf einfach aus und sage hier, ach, ist auch falsch, Mist. Okay, so ist der Kopf richtig. Ich sage ihm jetzt in dieser sogenannten erweiterten Vorschleife, nimm bitte einen Durchläufer, sage ich mal so, vom Typ Integer. Wichtig ist hier auch wieder Integer ausgeschrieben. Das ist bei Java ein bisschen blöd gelöst, weil Integer hier, dadurch, dass diese ArrayList selbst ein Objekttyp ist, muss auch Integer praktisch ein Objekt sein. Ich kann das also nicht mehr über Int abkürzen. Ist Java. Da ist Java nicht ganz, ganz schön definiert, sage ich mal so. Also ich sage hier, nimm praktisch diesen Zähler, i vom Typ Integer. I ist jetzt kein gewöhnlicher Zähler mehr, wie wir das hier aus dieser alten Vorschleife kennen. Da ist i ja immer ein Zähler vom Typ Integer und der zählt über die ganzen Objekte. I könnte jetzt hier auch vom Typ Stuhl sein. Und dann würde praktisch automatisch i dann Stuhl 0, Stuhl 1, Stuhl 2 und so weiter würde praktisch jedes einzelne Objekt annehmen. Also wenn ich mir das hier vorstelle. I wäre zunächst hier dieses Element, dann wäre I dieses Element und dann dieses Element. Ja, also I nimmt tatsächlich dieses Element an und nur weil es hier gerade Integer ist, nimmt I am Anfang den Wert 1 an, als zweites den Wert 2 und dann den Wert 0. Also I entspricht immer dem Wert des jeweiligen Elementes und es wird einfach der Reihe nach durchgelaufen, ohne dass ich da einen Zähler brauche. Weil ich die Liste ja hintereinander verknüpft habe. Gut, also i ist hier kein gewöhnlicher Zähler mehr, deswegen hier auch nicht vom Typ int, sondern vom Typ Integer. Und damit ich weiß, welches Array ich durchlaufen soll, sage ich ihm das hier. Also durchlaufe diese, welche ArrayList ich durchlaufen soll, sage ich ihm hier, lauf die ArrayList Zähler durch. Und zwar nimm dafür als Durchlauf Variable i. Und jetzt sage ich ihm hier dann auch nicht mehr System.outprintLine get i oder sonst irgendwas, hier fehlt sowieso Klammern, sondern ich sage ihm jetzt gib Zähler aus und dann gib das ite-Element aus. Also hier könnte jetzt auch sein, wenn ich hier jetzt Stuhl habe, dann würde ich hier jetzt Stuhl s, dann würde ich hier jetzt s Position x ausgeben oder sonst irgendetwas. Aber da i ja immer nur eine Zahl enthält, kann ich hier direkt die Zahl ausgeben. Bisschen komplex. Versteht ihr vielleicht besser, wenn ihr mit Objekttypen statt hier mit einfachen Typen arbeitet. Dann wird das, glaube ich, deutlicher. Gut, das ist die sogenannte erweiterte Vorschleife. Es gibt dann auch noch Iteratoren. Benutze ich persönlich eher weniger. Ich finde die erweiterte Vorschleife wesentlich eleganter. Ihr müsst es aber wissen für die Abiturprüfung, weil da wird es verlangt, dass ihr wisst, was ein Iterator ist, zumindest auf erhöhtem Niveau. Aber das findet ihr auch sehr gut im Skript erklärt, sonst sagt ihr mir einfach Bescheid.